Willkommen zu Kapitel 4. Jetzt heißt es, Rangor zu vernichten, und den vernichten wir wirklich. Mit 8 Bogenschützen und 6 schwarzen Mönchlein. Amitas bekommt einen Feuerstab, während Beretar mit Raven die Waffen wechselt und das kann man so lassen. Kapitel 4: Jäger auf der Flucht. Niemals, niemals werdet ihr mich besiegen. Aufgabe: Tod Rangors und seinen 4 Leutnant Baranis. Verloren: Tod von Raven, Amitas oder Nyana und bei Entkommen Rangors in die im Osten gelegene Oase Kutar. Die hängen an uns wie die Kletten. Wir müssen uns beeilen, sonst blockieren sie unseren Rückweg. Rangor wird von Fremden bedrängt. Wir greifen an, um ihn zu entlasten. Gleich haben wir sie eingeholt. Jetzt heißt's aufgepasst. Es wird Tag und wir sind weithin sichtbar für den Gegner. Schneidet dem Halunken den Weg ab, sonst verschwindet er noch in seinem Rattennest und wir holen uns eine blutige Nase. Oh, du ungestüme Jugend! Raven, wir haben andere Aufgaben! Diese Tat kann ich nicht dulden. Wir greifen daher unverzüglich an. Bla blub. Hier, Ninja-Mönche. Nee, ich meine, schwarze Mönche. Wieso komme ich die ganze Zeit auf Ninja-Mönche? 21 Angriff, 16 Verteidigung. Das dürfte jetzt sogar recht schnell gehen. Ich habe schon einen Testlauf gemacht. Wieso habe ich Tabak in meiner Pepsi? Keine Ahnung. Die folgen uns noch nicht. Im Moment sind es nur Rangor und seine Viecher. Mein Hauptaugenmerk hier ist jetzt
Cyrano. In der Hoffnung, ihn so schnell, vielleicht sogar noch in diesem Kapitel aufsteigen zu lassen. Mal schauen, ob das klappt. Weil im nächsten Kapitel ist definitiv Raven dran und Beretta. Vielleicht auch Nyana, mal schauen. Nein, Nyana ist in Kapitel 6 erst dran. Wüstenratten. Nochmal Wüstenratten. Schon wieder Wüstenratten. Vorsicht, da kommen noch mehr Bewohner dieser Gegend. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. Aha. Oh, und ich bin da dran. Ich glaube, Beretta wird seinen Job wieder gut machen.
einfach weniger. Ja, also Rangos Leute räumen ganz schön auf. Sollte ich vielleicht mal aufpassen, nicht dass der zu schnell fertig ist und dann wegkommt. Weil ich bezweifle, dass ich den noch dann einholen würde, aber ich glaube, der wird mir nicht entkommen. Oh, jetzt schon der erste Anführer tot. Ja, Beretta, da wo du hinschlägst, wächst kein Gras mehr. Ratet mal, warum hier eine Wüste ist. Beretta war schon einmal hier. Und nach diesem Kapitel habe ich zwei geile neue Waffen. Ein Magieschwert und einen Silberdolch. Magieschwert plus 4 Angriff plus 2 Verteidigung. Der Silberdolch plus 2 Angriff und plus 1 Verteidigung. Leckfett, die Ratte hat echt einen Schadenspunkt angerichtet. Beretta bekommt Extras nichts. 3 Punkte, 7 Gold. Naja, wer kommt denn da noch an? Die wollen wohl auch eine aufs Maul haben. Können sie gerne haben. In der nächsten Runde. Entweder hängt das nur bei mir gerade hier im Spiel, oder aber das Spiel hängt tatsächlich aus irgendwelchen Gründen. Und wieder eine Ratte weniger. Das war's. Also das war's an Ratten.
Okay, da oben ist noch eine, sind noch drei Einheiten. Dann habe ich jetzt nichts zu befürchten. Rangor ist hässlich, stelle ich immer und immer wieder fest. Ups, ich habe vergessen, Beretat zu heilen. Aber da wird schon nicht schief gehen. Und wenn doch, naja, ich habe ja nicht gespeichert. Aber wie ich sehe, schlägt er sich ganz gut durch die Gegner. Na los, du Anführer. Zeig, was du nicht kannst. Betrüger, der so gut kämpft, sollte auch wie ein Krieger aussehen und nicht wie ein Haufen von Narren und Kindern. Der Retard bekommt 15 Punkte und 55 Gold. Entweder bin ich nicht mehr so ganz wach, denn ich habe schon wieder vergessen, Beretat zu heilen, damit ich ihn im nächsten Zug hochziehen kann. Ich habe ihn nicht gespeichert. Naja. Ich werde schon nicht drauf gehen. Soweit kommt es noch. Oh, und schon wird Rangor sterben. Aber jetzt tue ich mal speichern. Werft die Eindringlinge zurück. Oh, bist du jetzt geblendet?
Ja, ich glaube, ich habe schon jetzt so viel Gold für Einheiten ausgegeben, die ich nicht brauchen werde. Besser, aber besser zu viel Einheiten als zu wenig. Behaupte ich jetzt zumindest mal. Oh ja, und Beretar möchte ich vielleicht auch langsam mal ausruhen lassen. Denn er soll ja mit hochkommen. Und da kommen schon auch die anderen Baranis. Gott, wegen einem. Oh ja, jetzt kommen die ganzen Viecher auch an. Hey, ich spiele erst seit 23 Minuten und schon habe ich hier alle Gegner am Hals. Also ich hoffe ja, die Aufnahme ist gut, weil bei mir hängt das Spiel übelst teilweise. Geht mir gegen den Strich. Ja genau, kommt ein bisschen weiter runter, damit ich euch besser in den Arsch treten kann. Spielstand speichern. Zurück zum Spiel. So, macht ihr noch mal ein bisschen Schaden. Ja, so ist okay. Kann besser sein. Spielstand laden. Ich sagte, das könnte besser sein, nicht schlechter. Ich möchte schon, dass ihr mindestens 2 Schaden macht, Leute. Das dürfte doch mit Sicherheit drin sein. Hoffe ich jetzt zumindest. Und ich hoffe ebenso, dass es nicht so ewig dauern wird. Haut rein, Leute. Penner.
Spielstand laden.